Vergnügen. Ja, vielen Dank für die Einleitung und ich freue mich, hier sehr viele Hörer begrüßen zu dürfen. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen zum Thema experimentelle Mathematik mit Primzahlen. Und der Herr Winkler hat jetzt gemeint Computeralgebra. Also Sie sollten sich jetzt nicht vorstellen, dass die nächsten so und so viele Slides ganz viele Rechnungen, immer wieder Computer und so weiter enthalten, sondern das Allermeiste wird doch eher so ein bisschen Beispiele, ein klein bisschen Theorie sein und dann immer wieder mal, was man mit dem Computer machen kann. Ich sollte ein bisschen langsamer reden, hat man mich schon gewarnt wegen des Rückhalts aus dem Hintergrund. Ja, dann fangen wir doch vielleicht am besten mal an und wir beginnen mit den natürlichen Zahlen. Das sind also die, die wir alle am längsten kennen. Also wir beginnen mit 1. Manche Leute wollen auch mit 0 beginnen und dann können wir immer weiterzählen, 2, 3 und nach jeder natürlichen Zahl gibt es eine weitere. Jeder hat eine Nachfolge n plus 1 und das Addieren von natürlichen Zahlen haben Sie vielleicht auch gelernt. Das ist eine recht einfache Angelegenheit und das Multiplizieren ist mühsam, aber möglich, aber die Multiplikation ist schon nicht so eine einfache Struktur. Um die zu verstehen, also eine Möglichkeit, die zu verstehen ist, dass man Primzahlen betrachtet. Und Primzahlen, das sind natürliche Zahlen, Größe 1, die nur durch sich selbst und 1 teilbar sind. Die kleinsten habe ich Ihnen angegeben, 2, 3, 5, 7, 11. Ein paar mehr kommen später noch. Ganz große habe ich, glaube ich, keine mitgebracht. Warum sind die Primzahlen so bedeutend oder warum interessiert man sich für die so sehr? Sie erklären die multiplikative Struktur der natürlichen Zahlen, weil jede natürliche Zahl kann ich schreiben als ein Produkt von Primzahlen in aufsteigender Reihenfolge und dieses Produkt ist eindeutig. Oder konkret, also wenn man sich so eine Zahl vorgibt wie 5040, dann können Sie da 2 viermal reinpacken, die 3 passt zweimal rein, 5 einmal, 7 einmal. Und die Primzahlen haben die Leute schon sehr lange fasziniert, wie wir jetzt an der nächsten Folie sehen werden. Also bereits Euklid, 300 vor Christi, hat sich mit dem Thema beschäftigt und er hat gezeigt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Oder genauer hat er gesagt, wenn wir eine natürliche Zahl haben, dann finden wir immer eine Primzahl, die größer ist wie diese natürliche Zahl. Und vielleicht kennen Sie ganz viele Beweise dafür. Ich habe jetzt einen kurz mitgebracht, den vielleicht einfachsten, den ich so kenne. Wir bauen aus den ersten n Zahlen, 2, 3, 4 bis n, eine neue Zahl. Das Produkt von diesen Zahlen und dann addieren wir 1. Also hier diese Zahl m. Wir multiplizieren einfach alle Zahlen auf bis n, addieren 1. Und wenn wir versuchen, diese Zahl m durch eine der Zahlen 2, 3, 4 oder n zu teilen, dann bleibt immer Rest 1 übrig. Also sind die Zahlen wohl nie, ist m durch keine von diesen Zahlen 2, 3 und so weiter teilbar, wegen diesem Rest. Jetzt haben wir aber vorhin gesehen, jede Zahl hat einen Primteiler und deswegen muss der kleinste Primteiler, der m teilt, muss größer als n sein. Also es gibt einen, aber er kann nicht unter diesen Zahlen sein, also muss er drüber liegen. Und das kann man auch ganz konkret ausprobieren. Und also wie ich finde, passieren da auch manchmal lustige Sachen. Zum Beispiel, wenn Sie 2, 3, 4 bis 12 aufaddieren, 1 dazu, pardon, aufmultiplizieren, 1 dazu addieren, dann kommt eine sehr große Zahl raus, die ich jetzt nicht angeschrieben habe. Aber Sie sehen, der kleinste Primfaktor ist 13. Also hin und wieder passiert es, wenn Sie das machen, Sie kriegen die nächste Primzahl. Meistens passiert das, was da unten steht. Sie machen bis 13, zählen 1 dazu. Na, die nächste Primzahl, die Sie finden, ist 83 und nicht 17. Also wir finden da eine, aber es ist nicht so einfach, die zu finden. Und das Verfahren umzusetzen wäre auch sehr kompliziert, weil Sie müssen ja imstande sein, das zu faktorisieren. Und ich könnte es nicht, ich kann nur einen Rechner anwerfen und nachfragen, was kommt raus. Dann dachte ich, einfach weil es ein bisschen eine lustige Sache ist, auch der Eratosthenes hat sich damit beschäftigt, wie finde ich kleine Primzahlen bis zu einer gewissen Größe. Und das ist eine Sache, die kann man grafisch
ganz nett machen. Nämlich, eine Primzahl ist eine Zahl, die durch keine kleinere Zahl bis auf 1 teilbar ist. Also 1 war keine. Und die erste Zahl, die dabei auftauchen könnte, ist die 2. Also 2, wissen wir, ist eine Primzahl. Und was sagt der Eratosthenes jetzt? Der sagt, alle Vielfachen von 2 sind keine Primzahlen. Also die kommen nicht in Frage. Die nächste Zahl in unserer Parallele ist die 3. Die ist nicht durch 2 teilbar, sonst wäre sie durchgestrichen. Ist also eine Primzahl. Alle Vielfachen von 3 sind keine Primzahlen, können wir wegstreichen. Die nächste in der Tabelle ist 5, nicht durch 2 oder 3 teilbar, also auch eine Primzahl. Und alle Vielfachen von 5 können wir streichen. Damit fällt die mittlere Kolonne weg. Die hinteren, die fallen auch weg bei der 5, aber die hatten wir bei der 2 schon gestrichen, deswegen also nicht wundern, dass da immer nur ein paar gestrichen werden. Bei der 7 ist die nächste Zahl wieder. Da streichen wir noch da unten, so 77, 49 kommt auch. Sind weniger. Dann kommt die 11. Gestrichen werden jetzt nur noch 121, 143. Jetzt könnte ich so weitermachen, aber jetzt bin ich eigentlich fertig, weil alles, was noch in der Tabelle steht, sind Primzahlen. Weil wenn die einen Teiler hätten, dann wäre der unter den ersten Zahlen bis 11 gewesen. Und das heißt, sie kriegen relativ schnell jetzt die ersten 37 Primzahlen. Ich habe die 37 abgezählt, bevor ich gekommen bin, sonst wüsste ich das nicht so schnell. Also das ist eine Möglichkeit, wie man diese Primzahlen findet. Und wenn Sie jetzt einen Rechner hätten und Ihr Rechner hat 100 Gigabyte Speicher, das wären so 100 Milliarden, dann könnten Sie mit diesem blöden Verfahren alle Primzahlen bis 100 Milliarden finden. Sie brauchen ganz wenig Platz, um sich zu merken, wenn Sie durchstreichen. Und danach könnten Sie ganz riesig viel Primzahlen finden. Also das Verfahren ist durchaus so minimal praktisch, aber ja. Der nächste Herr, der jetzt auftauchen wird, ist der Herr Gauss. Ehemals auf einer Banknote sichtbar. Kennen vielleicht gar nicht mehr alle, das war in der Zeit vor dem Euro, wo die einzelnen Länder noch ihr eigenes Geld gedruckt haben. Da war das noch zulässig. Die Schweizer hatten übrigens dann Herrn Euler, aber das ist nicht zum Vortrag. Und der Herr Gauss hat in seinem Leben alle Primzahlen bestimmt, die unter 3 Millionen sind, und der hatte keinen Rechner. Der hat wohl immer wieder mal, er hat behauptet, alle so in einer Viertelstunde hätte er sich mal hingesetzt und dann hätte er wohl irgendwie mal so einen Tausenderbereich wieder durchforstet. Ob er das wirklich hingekriegt hat in der Viertelstunde, weiß ich nicht, aber es sind von ihm Aufzeichnungen erhalten, aus denen hervorgeht, dass er wirklich bis 3 Millionen alle durchgeguckt hat, und er hat relativ wenige Fehler gemacht. Man hat, glaube ich, festgestellt, so 2, 3 Fehler in dieser ganzen Bereich zwischen 1 und 3 Millionen, also er kannte sich gut aus mit Primzahlen. Und den Gauss, den hat jetzt interessiert, die Anzahl der Primzahlen bis zu einer gewissen Größe. Also Primzahlen kommen ja irgendwie unregelmäßig vor, und trotzdem hat er gedacht, vielleicht ist da doch eine Regelmäßigkeit drin, und deswegen hat er da geguckt in seinen Tabellen, und schon als sehr junger Mathematiker hat er da wohl mit den ersten Tabellen, die waren wohl ein bisschen kürzer, eine Vermutung aufgestellt, nämlich, dass diese Anzahl der Primzahlen bis x ungefähr das gleiche ist wie so eine Funktion, die der Gauss definiert hat. Die heißt Logarithmus Integralis, die will ich auch nicht anschreiben, aber die kann man schnell ausrechnen. Also die Funktion könnte man mit dem Rechner sehr schnell berechnen. Legendre hat kurz danach auch eine Vermutung aufgestellt. Legendres Vermutung sieht so aus, Gauss Vermutung sieht so aus. Die sind gar nicht so verschieden. Ich habe Ihnen jetzt die Daten nicht mitgebracht, aber die sind beide sehr ähnlich so einer dritten Funktion. Und wenn die beide ähnlich zu dieser dritten sind, dann sind sie wohl auch ähnlich. Also die beiden beschreiben das gar nicht schlecht. Und der Gauss hat nicht mehr erlebt, dass man das wirklich bewiesen hat. Das kam 100 Jahre später. Das haben Adamer und de la Vallée-Poussin unabhängig voneinander 1896 bewiesen. Und der Gauss hat wohl beobachtet in seinen Tabellen, dass wenn ich in der Nähe von meinem X bin, wo ich die Primzahlen suche, also bis wo ich sie aufsummieren möchte, und wenn ich so ein kurzes Intervall mir angucke, die Primzahlen bis x plus y minus die bin x, wenn ich das durch die Länge des Intervalls teile,
dann kriege ich 1 durch Logarithmus x raus. Also das ist so eine Art Dichte von Primzahlen. Das ist das, was der Gauss beobachtet hat. Er hat einfach die Tabelle genommen, lange drauf geguckt. Er kannte sich gut mit Zahlen aus und hat dann geschätzt, da kommt sowas wie das hier raus. Es ist übrigens gar nicht so einfach, das mathematisch präzise zu machen. Deswegen will ich auch keine Vermutung schreiben. Das ist eher trickreich, da genauere Sachen zu sagen. Aber ich dachte, ich bringe vielleicht lieber mit, was so ein Rechner Ihnen ausrechnen könnte. Der könnte die Primzahlen abzählen bis x und der könnte den Logarithmus Integrales berechnen bis x. Und wenn Sie drauf gucken, bis 10 hoch 6, 78.000, boah, gar nicht schlecht. 10 hoch 10, 455 Millionen, stimmt sogar noch hier, bis zu den 50.000ern. Bei 10 hoch 14, da stimmen so ungefähr die ersten 6 Ziffern von den 13. Also so bis zur Hälfte scheint es zu klappen, wenn man weitermacht und bis zur Hälfte kann man auch sehr präzise machen. Die Abweichung von dem, was Gauss prognostiziert hat und der Primzahl, der Anzahl der Primzahlen bis x, ist so in der Größenordnung von Wurzel x. Das ist irgendwie eine Zahl, die ist halb so lang wie das, was wirklich da ist. Ist aber eine Vermutung in dieser starken Version. Aber zumindest wollte ich eben, dass Sie sehen, die Zahl hat jetzt 13 Stellen und bei den ersten 6, da passt's. Und das ist vielleicht so Größenordnung Wurzel x. Und jetzt wollte ich ein bisschen Wechsel machen. Also der Gauss, das ist jetzt eine richtig experimentelle Sache, was er gemacht hat, nur ohne Rechner. Ich meine, er hatte keinen und es gab seinerzeit wirklich keine Möglichkeiten, da was zu tun. Und warum sind große Primzahlen für uns interessant? Große Primzahlen werden in der Kryptographie benötigt, im RSA-Verfahren. Und da werden schon relativ große Primzahlen benötigt. Primzahlen mit 2048 Bit. Was bedeutet das? Wenn Sie das in einer Dezimalzahl aufschreiben, hat die Zahl 616 Stellen. Ich habe Ihnen jetzt bewusst keine mitgebracht, weil das würde ungefähr meinen Bildschirm füllen, damit Sie noch was lesen können. Also es wäre eine sehr große Zahl, die gesucht werden. Und diese Primzahlen, wenn Sie irgendeine Chipkarte haben, dann haben Sie meistens 2 von diesen Primzahlen auf Ihrer Chipkarte. Und naja, jede Chipkarte sollte ja eine neue Paar von 2 Primzahlen kriegen. Das wäre sonst schwierig mit Sicherheitssachen, wenn die alle die gleichen Primzahlen hätten. Aber wie viele Primzahlen gibt es denn von dieser Länge? Das habe ich da unten mal ausgerechnet. Also die Zahl der Primzahlen bis 2 hoch 2049 minus der bis 2048, 2 hoch 2048. Ach, das sind 10 hoch 613. Also Sie werden ganz, ganz viele von diesen Zahlen finden und selbst wenn jeder von Ihnen 1 Million von diesen Dingen möchte und jeder Mensch hat irgendwie 1 Million von diesen Primzahlen, dann, ja, ich weiß nicht, das ist so ganz winzig, dann haben wir vielleicht 10 hoch 16, 17 verbraucht und dann haben wir immer noch 10 hoch 600 ungefähr übrig. Also da ist ganz viel Luft für solche Primzahlen. Ja, und eine Frage, die ich jetzt noch ein bisschen beleuchten will, ist, wie findet man denn diese 2048-Bit-Primzahlen? Ist ja nicht so einfach. Also wir können jetzt nicht eine Zahl hier nehmen und dann anfangen mit Faktorisieren, weil die ist riesig und Faktorisieren in der Größenordnung, das ist hoffnungslos. Und da gehen wir jetzt ganz wieder weit zurück zu dem Herrn Fermat. Und zwar zu einem kleinen Satz von Fermat, der sicher von ihm entdeckt wurde, nämlich, wenn wir eine Primzahl haben und eine Zahl, eine natürliche kleiner p, und wir gucken a hoch p minus 1 minus 1 an, dann sagt er, die wird immer von p geteilt. Also wir berechnen diese Zahl und die wird immer von p geteilt. Und damit kriegt man einen Primzahltest, nämlich wenn wir eine natürliche Zahl haben und wir haben einen a, sodass diese Zahl nicht von n geteilt wird, dann ist es keine Primzahl. Wenn Sie den Test von Hand ausführen, bitte nicht. Wenn das n groß ist, ist natürlich hoffnungslos, aber ein Computer kann das extrem schnell machen. Hier ist eine Zahl, 2 hoch 2048, das ist die Größenordnung, die wir gerne hätten.
Und dann habe ich zufällig mal 2 hoch 14 abgezogen und 1 dazugezählt. Die Zahl ist so schlimm, dass ich eigentlich gar keinen Primzahler kenne. Also ich weiß nicht, was da drin steckt. Aber wir rechnen einfach für a gleich 33 diese Zahl aus, teilen durch n und stellen fest, da kommt was für 0 Verschiedenes raus. Also ist es n keine, keine Primzahl und die Rechenzeit für diese Rechnung, die eigentlich gigantisch scheint, ist 0,1 Sekunden. Also ist jetzt kein wirklich besonderer Rechner, können Sie alles auch im Internet, Sie können es sogar im Internet machen, also ich habe jetzt gar nicht meinen eigenen Rechner benutzt, ich bin ins Internet gegangen, habe die richtige Seite aufgerufen, das eingetippt bei Magma in Sydney, in Australien und dann habe ich gesagt, okay, rechne mal kurz das Ding aus und dann kam das nach 0,1 Sekunden, also kein Problem. Das einzige Problem, der Test klappt leider nicht immer. Der Test versagt so oft, dass es vielleicht fraglich ist, ob man den immer verwenden sollte. Also es ist ein toller Test, aber leider gibt es systematisch Zahlen, die den Test sozusagen besiegen. Das heißt, wenn Sie zufällig ganz viele A's wählen und hoffen, da kommt irgendwann mal was raus, was nicht mehr von Ihnen geteilt wird, das klappt wahrscheinlich nie. Und ich will jetzt nicht in die Details gehen, wie man einen besseren Test gibt, aber Miller Rabin, Selfridge und Monnier haben 1975 so einen verbesserten Fermat-Test gebaut. Die haben sich das nochmal genauer angeguckt, ein bisschen besser analysiert und festgestellt, okay, ganz so leicht geht es nicht. Wir müssen nicht eine Zahl angucken, a hoch n minus 1 minus 1, sondern wir müssen diese ganzen Zahlen hier berechnen. Gucken Sie nicht zu genau drauf, also die müssen Sie halt ausrechnen und dann müssen Sie testen, ob die durch n teilbar ist und wenn n eine Primzahl ist, dann sind die alle durch n teilbar. Okay? Aber das Tolle kommt in der nächsten Zeile. Wenn das Ding keine Primzahl ist und Sie wählen zufälligen a in dem Bereich zwischen 1 und n, dann sind die Chancen 75%, dass dieses A erkennt, dass sie keine Primzahl haben. Das heißt, und zwar mindestens 75%, das kann noch viel, viel mehr sein, aber mindestens 75%. Also, das heißt, wenn Sie so ein zufälliges A wählen, na, dann haben Sie schon mal sehr hohe Chancen, dass es sieht, okay, das ist keine Primzahl. Wenn Sie 2 A's wählen, verbessert sich die Chance. Wenn Sie 100 solche A's wählen, zufällig, aufsteigend, also dann soll es schon gar nicht mehr möglich sein, dass Ihnen diese Primzahl durch die Maschen schlüpft. Die müsste dann eigentlich dabei sein. Bewiesen ist es aber nicht. Ja, und trotzdem, das ist die Basis der Primzahlsuche der modernen Kryptographie. Also was auf Ihrer Chipkarte ist, ist im Allgemeinen keine Primzahl, sondern es ist eine Zahl, die diesen Test sehr oft bestanden hat. Und dann hofft man halt, dass es auch wirklich so ist. Und also die Suche nach diesen 2048 Bit-Primzahlen wird eben so gemacht, dass man mit dem physikalischen Zufallsgenerator eine ungerade Zahl mit 2048 Bit generiert. Also Bit für Bit, eins nach dem anderen, immer 0 oder 1. Und physikalisch, weil die Zufallsgeneratoren die Computer selber erzeugen, die sind halt nicht sehr zufällig. Und dann testen wir, ob diese Zahl durch eine kleine Primzahl teilbar ist. Das kann man von Hand kurz testen, also von Hand, das kann der Rechner ganz schnell testen, in dem ersten Durchlauf. Und wenn nicht, dann wiederholen wir einfach diesen Miller-Rabin-Test, bis die Wahrscheinlichkeit klein genug ist. Und wenn 3 erfolgreich ist, dann nehmen wir halt mal an, das ist eine Primzahl und das ist das, was auf der Chipkarte ist. Und eine Frage, die jetzt natürlich interessant ist, okay, jetzt haben wir das Verfahren. Wie lange dauert denn das, bis wir eine Primzahl finden? 3 Jahre, 100 Jahre, 2 Tage? Der Gauss sagt uns, dass die Dichte von den Primzahlen 1 durch dieser Logarithmus ist. Also müssen wir ungefähr das inverse Zahlen testen. Müssen wir wirklich testen und das dauert dann auch seine Zeit, bis man so eine Zahl generiert hat.
Also das ist vielleicht durchaus im Minutenbereich, bis wir so eine Primzahl haben. Also nicht Tage, nicht Monate, Minuten. Aber sie müssen schon ordentlich lange testen, bis sie mit diesem Zufallsgenerator immer wieder diese Bits erzeugt haben und dann getestet haben, okay, habe ich eine Primzahl oder nicht. Und jetzt, ich habe ja schon auch theoretische Tendenzen. Ich meine, das ist ja alles jetzt so ein bisschen heuristisch und man macht da halt was und was kann man denn so richtig präzise sagen? Also wenn wir an gewisse Vermutungen glauben, andere Vermutungen, dann müssen wir hier nicht alle A's testen, bis diese Schranke hier unterschritten wird, sondern dann müssen wir einfach alle A's testen, 2, 3, 4, 5, bis zu dieser nicht allzu kleinen Zahl. Wir sind jetzt immerhin 4 Millionen. Und wenn wir die alle testen und an die Riemannsche Vermutung glauben, die verallgemeinerte, dann haben wir wirklich bewiesen, dass das eine Primzahl wäre. Aber das macht keinen Sinn, dann würden wir alle auf unsere Chipkarte irgendwie Jahrzehnte warten, bis die erste käme. So kann man die nicht generieren. Das Verfahren da oben, das, ich weiß nicht, das hat übrigens auch nicht 1048 Durchläufe, aber das wäre jetzt schwierig, da genaueres zu sagen, wie man das wirklich klein kriegt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zeitlich liege. Viel mehr wollte ich jetzt nicht erzählen, aber vielleicht haben Sie ja noch Fragen zu dem Vortrag. Ja, dann danke ich erstmal.